Also ich sehe schon mal, das wäre ein idealer Punkt, um die erste Blutmondnacht da vorne zu überleben, weil wir können da hochklettern, denn. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen wieder reinkommen. Das Herausforderungsfenster öffnen, genau. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Genau, Rohstoffe sammeln. Okay, das müssen wir alles erstmal machen. Also sollten wir machen. Pflanzenfasern, Holz, Stein, genau. Ja, ich bin auch gespannt. Mal sehen. Okay, vieles ergibt sich ja eigentlich auch. Kann ich hier schon was durchsuchen? Ah, hier ist ein Auto, was man nicht durchsuchen kann, ne? So, mal sehen, ob da schon Zombies drin sind. Ich muss mal auch Stöcker und Steine sammeln. Okay, hier ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall Zombies drin. So, mal gucken gleich. So, wir sammeln erstmal ein bisschen. Ah ne. Ja, wenn man so ein Jahr nicht gespielt hat, muss erstmal wieder reinkommen, wa? Das ist schon irgendwie wild. So, wie war das? Muss ich hier so einen Busch zerkloppen, um an die Äste zu kommen? Kann ich denn schon sowas wie eine Axt oder sowas bauen? 3 von 2 Pflanzenfasern bauen wir, okay. Dann boxen wir halt ein paar Gräser weg. So. Steinaxt, die. Da denken wir schon mal. Genau. So, können wir denn schon so einen Knüppel bauen? Warte mal, das müsste doch vielleicht schon gehen, oder? Holzknüppel. Ja, fehlt uns noch Holz. Also einen Baum brauchen wir jetzt noch nicht fällen. Ich muss noch ein bisschen Rüstung haben. Aber ich finde. Oh, da hinten ist schon einer. Oder ist das ein. Ah, nee, ist ein Huhn. Ah, ein Huhn ist auch cool. Aber das kriegen wir wahrscheinlich nicht, oder? Guck mal, da ist so ein kleines Häuschen. Also am Anfang empfiehlt sich das erstmal, einen Ort zu haben, wo man Blutmondnacht verbringt. Also hier so. Aber nicht das als Base nimmt, weil sonst, wenn da irgendwas schief geht, dann ja, hat man Theater. Also habe ich es immer gemacht bisher. So, Knüppel können wir jetzt herstellen, oder? Ne, immer noch nicht. Mir fehlen immer noch 2 Holz. Na gut. Ist das auch Holz? Ja. Das sieht doch ganz nice aus da unten. Naja, mal sehen. Wir müssen ja auf jeden, also ich baue mir auf jeden Fall selbst eine Base. Also ich werde kein Haus ausbauen. Das steht schon mal fest. Achso, hier ist noch so ein Zettel. Bloß ein freundlicher Hinweis, dass du pünktlich zahlen solltest. Und zwar jedes Mal, sonst gibt es Konsequenzen. Naja, okay, das ist ja die Geschichte. Das hat ja so ein bisschen Story, hat es ja auch. So, du kommst dahin. Eine Fackel haben wir auch. Gut, haben wir schon mal einen Knüppel, dann können wir schon mal schauen nach der Zombies hier. Ich glaube, da stand doch schon jemand, oder? Hab ich schon gesehen. Huch. Was ist das denn? Achso, so ein scheiß Vogel. Boah. Eigentlich am Anfang so ein blöder Vogel, das ist ja nett. Nett. Lebst du? Also Leben ist ja auch zu viel gesagt, oder? Aber du stehst jetzt gerade nicht auf. Nö. Ist da noch irgendwas? Da.
aber hartnäckig hier. Was sag mal. Ey, in die Güte. Das ist eine Fahne, die da flattert, wa? So. Ach, guck mal, eine Werkbank. Aber die kann man nicht nutzen, wa? Nee. R war das, wa? Ja. Mal die Tasten gewöhnen. So. Oh, da ist mal jemand. Hallöchen. So. Am Anfang muss man ein bisschen vorsichtig nur sein. So, hier ist bestimmt wieder ein Magazin drin, oder? Ne, doch nicht. Hier waren immer die Handwerkermagazine drin, die man eigentlich braucht, so für den Anfang. Nun ja. So, Kram nehmen wir erstmal alles mit. Naja, das ist für die Blutmond nach vielleicht auch nicht so geeignet, weil die sind ganz schön viele Zombies. Weil die spawnen ja auch wieder. Naja, mal gucken. So, ist hier ein Dixie-Klo oder was? Ne? Da ist bestimmt oben noch was. Na komm, da sah ich doch. Oh, warte mal, ich wollte eigentlich runter. Du kommst doch bestimmt runtergeplumpst jetzt, oder? Du tust mir doch den Gefallen. Hallo? Seid ihr gar nicht mehr so doof? Da siehst du. Mal nochmal hoch. Achso, 72 sollte ich mich schon mal heilen. Noch geht noch, oder? Müssen wir erstmal noch sparsam sein mit unserem Binden. Wo bist du denn? Das hört sich um. Ach, da bist du. Oh, ich blute. Oh, Mist. Oh, gleich zwei, das ist ja nett. Okay, die haben noch. Ah ne, jetzt doch nicht. Kannst du nicht entscheiden, ob du stirbst oder also weiter stirbst? Die Fensterscheiben ist neu, oder? Kann das sein? Also neu, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Na, bist du tot? Ja, bist du tot. Uiuiui. So, bisschen Material. Ah, sehr gut. Hier können wir, wie war das? Benutzen das A. Nahrungsstufe 1. Kann ich nochmal was Schönes kochen. So, versiegelte Bücherversandkiste. Ach nee, warte mal, nehmen wir die Axt. Sebastian. Ja, stimmt, recht. Ja, du hast recht. Das geht natürlich auch. Daran habe ich nicht mehr gedacht. So, dann lesen wir das und das. Stimmt, das war ja der harte Schlag. Richtig. Ohne Schatzkarte, das ist schon mal gut, aber die wird wahrscheinlich noch zu früh im Game sein. So. Ah, noch mehr Bücher, das ist schön. Muss mal ein bisschen Grund reinkriegen.
primitive Bögen. War da hier noch was? Leere Holztruhe, ne. Okay, ich überlege gerade. Naja, so schlecht ist ja der Spot erstmal fürs Erste gar nicht, oder? Können ja die Leiter können wir ja kaputt machen, damit die hier nicht hochkommen. Na gut, die Stützen sind natürlich nicht geil, weil wenn die 4 Stützen weghauen, dann bricht das ganze Zeug zusammen und die sind jetzt nicht gerade sehr stabil. Wenn die dann ein paar Mal gegenhauen, dann haut das Ding runter hier, glaube ich. Na, ich gehe mal lieber weiter gucken. Ja, ich streame auf YouTube auch, ja. So. Dann lass uns lieber noch ein bisschen weiter gucken. Das ist nicht so. Das sieht nicht so sicher aus hier. Als ich das letzte Mal gespielt habe, weil, wie gesagt, das war vor einem Jahr und auch mit weiß ich wie viele Stunden, da hatte ich so wie so ein Wasserturm oder was das war. Das war richtig cool. Das hat erstmal für die ersten Blutmondnächte ausgereicht. Weil die das einfach nicht kaputt. Da waren richtige so Stahl. Stahlgeschichten. Stahlbausteine so rum. Oh, eine Sporttasche. So, was haben wir da hinten? So, wie sieht denn die Map überhaupt aus? Okay, wir haben ja noch nicht viel entdeckt. Okay. Achso, das ist umgekehrt. Nee, was ist denn das? Doch ein umgekippter Wohnwagen, oder? Ja. Na, lebst du? Nee. So, dann durchsuchen wir mal das Gepäck hier. Ja, so ein paar Waffenteile. Oh Mann, ich weiß noch, wie viele Kisten ich hatte mit Zeug. Ein Klappstuhl, ich will nicht den Klappstuhl auskramen. So. Ja. Ja, das ist dieses See-Areal hier. Ja, Wasser geht auch, aber da müssen wir eben eine Front, aber ach, diese Holzhäuser sind irgendwie blöd. Ich guck mal, ob wir irgendwo. Weiß ich nicht, ob die alten gingen, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber eigentlich hast du schon recht. Klar, wenn ich das in den alten nehme, da habe ich ja schon alles da, dann wird es wahrscheinlich langweilig, aber. Achso, meinst du, ja. Guck aber erstmal, ob ich hier irgendwo, ob hier irgendwo eine Straße ist. Oder wie es hier hinter aussieht. Erstmal so einen Überblick zu kriegen. Okay, da ist das Schneegebiet, also dafür sind wir noch nicht gerüstet. Da ganz hinten kann ich die Wüste sehen. Ja. Oh, hier Eier mitnehmen, wenn welche drin sind. Ja. Muss was Leckeres zu essen machen. Oh, da hinten ist so ein Sendeturm. Kann man da rauf? Oh, das ist ganz schön weit weg, ne? Einer. Gut. Oh, Benzin. Das ist ja nett. Okay. Aber die springen immer noch so rum von da hinten, wa? Also das hat sich irgendwie nicht verändert. So. Ach ja, ich muss ja auch noch ein bisschen für meine Kleidung sorgen, wa? Das wäre vielleicht ganz wenigstens so ein bisschen primitives Outfit sollte ich vielleicht tun, machen. Sammle ich keine Fasern? Doch, eigentlich schon, oder? Okay, wir brauchen noch Holz. Ich dachte eben, da steht da nicht ein Hund oder so.
Wow. Was ist denn da passiert? Okay. Ach, keine Eier drin im Nest. So. Genau, ich habe ganz vergessen, mich wenigstens schon mal primitiv anzuziehen. So, Schuhe kann ich auch schon machen. So, hier brauchen wir noch Pflanzenfaser, noch ein bisschen Holz brauchen wir auch noch. Ach komm, ich hole hier so einen Baum weg. Oh Gott, das dauert. Gut. Ah, ich glaube, der Chat ist über der Schrift da oben. Das ist ein bisschen doof. Warte mal, ich schau mal den Chat gleich vor auf die andere Seite. Ja, es war eine spannende Idee, den Baum wegzuhauen. Bin ja noch gar nicht so weit. Ich muss erstmal wieder dran gewöhnen, dass man mal von null anfängt irgendwie. Oh. Oh, der ist hart. Also der klingt nicht nur hart, der ist eigentlich. Oh, mal gucken. Jetzt sterben können wir nicht. Oh, wir haben. Ja, ging nur gut. Mit der rechten Maustaste daneben. So, macht der nächste Dude. Warte mal, ich muss mal kurz den Chat auf die andere Seite. Ich glaube, ist besser. So. Gut. So, huch. Da kommt schon der nächste Kandidat. Eigentlich. Oh, da unten ist auch noch einer. Na gut. Sammeln wir schon mal ein bisschen Erfahrungspunkte. Huch. Na, das ist ja mal gelenkig, würde ich sagen. Achso, ich bin ja eh schon überladen. Muss ein bisschen aufpassen. Warte mal, ich baue mir mal schnell. Was soll die Dinger vielleicht auch anziehen, ne? Was habe ich denn gerade überhaupt an? Ach, gar nichts, natürlich. So. Tragen. Tragen. Schon mal gut. Dann. Was brauchte ich noch? Kapuze. Na, ich brauche ja Pflanzenfasern. Vielleicht probiere ich dann nochmal aus, ob der alte Spielstand geht, um einfach nochmal zu gucken. Aber es könnte natürlich schwierig sein, wenn habe ich keine Pflanzenfasern gesammelt? Hau ich das Falsche gerade weg? Scheinbar. Oh, hier ist noch ein Nest. Ich muss die Büsche zerschlagen, oder? Was war das? Ja, die Wassersammler, das war ja letztes Mal auch so ein Akt. Ich weiß gar nicht, die kriegt man bloß vom Händler irgendwie so ein Zubehörteil, oder? War das nicht so? Oh, der hat einen Helm auf. Ich glaube, die hat man in der letzten Version, die ich gespielt habe, bloß vom Händler bekommen, dieses eine Teil, was man für diesen Wassersammler brauchte. Stimmt, Wasser ist ja eh so ein Problem, war am Anfang. Kann mich erinnern. Na, das kann man noch nicht. Ja. So. Da habe ich doof Pflanzenfasern. Ich habe doch den vorhin doch auch hier so eine Dinger kaputt gemacht. Habe ich da welche bekommen, oder? Was kriege ich denn sonst davon? Nix. Komisch. Warum kriege ich denn keine Pflanzenfasern mehr?
Okay. Können wir zerlegen, wa? Ich glaube, es wird voller. Ich bin verwirrt. So, ein bisschen Benzin haben wir auch schon. Ich sollte mal ein bisschen aufpassen, weil wir haben schon 14.21 Uhr. Ich muss gucken, dass wir vor 22 Uhr hier... mit der Hand probieren, okay. Aha, okay. So. Ah, okay. Das kenne ich noch nicht. Ah, okay. Kleine Steine, okay. Alles klar, das gab's in der Version letztens noch nicht. Okay, alles klar. So, warte mal, kann ich die Kapuze kann ich schon bauen, oder? Was fehlt mir noch? Schuhe habe ich. Handschuhe. Alles, was Rüstung ist, ist gut. Ja, aber wird schon was dran sein, dass man... Also die letzte Neuerung, die ich so mitbekommen habe, also gespielt hatte, war eben, da war das noch ganz neu mit diesem Magazin, mit den Fertigkeiten. Das war ja, das haben die ja letztes Jahr, glaube ich, erst eingeführt. Weil das war auch erstmal gewöhnungsbedürftig, weil man ja ganz weit gewöhnt war. Man hat einfach Fertigkeitspunkte verteilt. Wo bist du denn? Ich höre gar nicht, ich sehe gar nichts. Okay, da ist noch ein Nest. Ich glaube, Eier mit Speck war ja damals erstmal das Gericht, was man am Anfang, da bist du, was man am Anfang machen sollte, was am meisten den Hunger gestillt hat. Aber ich meine, das kann man ja noch nicht machen, glaube ich, auf Stufe 1. So, warte mal, was fehlt mir denn jetzt noch? Mir fehlt, also das kann ich hier einlösen. Und ernten mit Steinachs. Nutze grundlegende Stoffe. Holz sammeln, kleiner Stein. Mann. Warte mal, kleiner Stein, ist das hier? Plastik. Kann ja auch Sachen, glaube ich, zerlegen, war zu Plastik dann auch. Okay, ich muss mich jetzt langsam erstmal für eine Zwischen... Hallo Nils Nilsson, grüße dich. Schönen guten Abend. So, habe ich jetzt 5 Steine gesammelt. Sammeln, kleiner Stein. Du kannst mit leeren Händen Holz und kleine Steine sammeln. Und eine gute Steinaxt, da lege ich das aber viel schneller. Okay, muss ich mit der Steinaxt hier... Aber ich kann da mit der Steinaxt mal gucken. So, erstmal die Sporttasche. Kann ich damit so einen Steinblock? Ach, guck. Ging das schon immer mit der Axt? Braucht man dafür nicht die Spitzhacke eigentlich? Okay. Erledigt. Ah ne, Y. Ja. Das soll sie wohl sein. Also die 1.0 steht zumindest hier oben. Ist auch schon kurz vor 7 raus. Also sollte eigentlich schon 19 Uhr erscheinen. Und ist aber schon etwas früher zum Download erschienen. Genau. Okay, Bogen. Mache ich gleich. Ich will erstmal überlegen. Ich brauche erstmal was, um erstmal eine Nacht jetzt zu überleben hier.
Nasi, wo wollen wir denn hin? Viele Tulpen, was? Die taumeln ja. Huch. So. Nämlich die kleine Bretterbude. Ich muss ja erstmal bloß ruhig sein nachts. Weil ich muss ja jetzt erstmal noch nichts. Ja. Die nun auch wieder hier. So. Aus. Tja. Das ist ein Holzhaus. Das hat schon zwei, aber es ist wenigstens ein Steinhaus. Ach, Mut zur Lücke. Ach, warte mal, ich muss ja noch einen Rucksack bauen, oder? Quatsch, einen Rucksack sei schon. Muss ich nicht erstmal so einen Schlafsack bauen, um irgendwo einen Respawn-Punkt zu haben? Dann kann ich das ja irgendwo hinlegen, oder? War das nicht so? Schlafsack. Ah, brauche ich noch Pflanzenfasern natürlich. Okay, wieder. So, die Bohnen machen wir später. Wir machen jetzt mal das. Aber den kann ich, glaube ich, nur. Ah, den kann ich auch hier hinlegen. Geht ja erstmal nur darum. Ja, ich weiß, ich bin immer so ungeduldig. Okay, wir machen jetzt einen primitiven Bogen. Den können wir sowas schon fertig machen. So, abgeschlossen. Ja, okay, dann machen wir den Rest auch noch. Dann machen wir jetzt Pfeile. Steinpfeile. Ich hab da oben. So, wie viel können wir denn machen? Ach komm, wir machen mal 10 Stück. Wackelt noch einer rum. Moment. Okay. Oh je. Ah, jetzt kommt der. Okay, habe ich schon gemacht. Warte mal, ich muss mal kurz. Hat er das jetzt schon erkannt, dass ich. Achso, den kann ich ja schon einlösen, genau. Das habe ich auch schon gemacht. So den einen oder anderen, das haben wir auch schon gemacht. Okay. Und gehe zum Händler. Gehe ich zum Händler, aber dann kann ich bei euch holen wir erstmal. Ach ja, stimmt. Briefkasten, du hast recht. Ich muss ja. Das jetzt? Warum hat das so lange gedauert? Ich muss ja gucken, ob da Zeitschriften drin sind, genau. Der hat gar nichts, will. Oder oh, der ist aber noch ganz schön weit weg. 17.30 Uhr. Ich will lieber gucken, ob ich das Haus da erstmal in Besitz nehmen kann, um einfach irgendwie die erste Nacht schon mal zu sichern. Obwohl, die Tür habe ich ja schon eingeschlagen. Naja, ist egal.